nur wegen der Hochladung, weil wir werden auch auf unseren neuen Sachen eiskalt gedrosselt. Facebook kamen wir gar nicht mehr drauf. Twitter musste ich unterbrechen. Ne? Das ist ganz schlimm, aber wir arbeiten auch dran und versuchen noch, aber haben ja keine Chance mehr, weil Stasi ist da überall und macht es einfach. Ich möchte die Anbieter nochmal bitten, machen Sie das wieder vernünftig, damit wir eine ordentliche Geschwindigkeit haben. Es stehen ungefähr 150 Videos aus, die wir nicht hochgeladen haben. Und durch diese stärkere Vergiftung mit den Fenstern und so, und nach Weihnachten ging es auf Dölle los und sind wir auch total durcheinander gekommen bei der Videohochladung. Es tut uns leid, aber wir denken, wir haben dann nur 3 Videos, aber das ist so doll, diese Vergiftung. Wir müssen uns ja auch auf Sachen konzentrieren, damit wir weiter ermitteln, damit sie sehen, es geht auch weiter, weil sie freuen sich natürlich darüber, dass wir so gut ermitteln. Na, Nati? Ja. Sie haben ja, das kriegen wir ja mit, Sie haben ja angedroht schon, dass Sie mal wieder 24 Stunden nur durchknallen werden, ne, und fingen schon etwa eine Stunde an und so, ne? Also Sie haben genug Feuerwerksknaller und sowieso Bundeswehrknallkörper, da kommen Sie auch immer ran. Da haben Sie also genug hier und hier und das brauchen Sie nicht stören lassen, ne? Also Polizei, die das natürlich auch hört. Wo ist denn dann immer, jetzt haben sie Geister wieder geweckt oder Nervengeister. Greift da nicht ein und auch hier mit dem Schutz und so möchte ich auch sagen, wenn sie sagen, ja, wie sollen das machen? Das ist uns doch egal. Man macht das erstmal einfach, weil es geht doch nicht mehr anders. Es ist doch hier die Schuld der Justiz und alles andere, dass es hier ausgeartet ist. So, und dann stellt man sich eben hier hin oder setzt man sich hier hin im Auto. Es hilft doch nichts. Genau. Also so braucht man uns nicht kommen und geht hier nicht in eine Wohnung rein, ist abgeschlossen, ist nichts und so, ne? Na, da sieht man mal genau, was da los ist mit der Wohnung hier unter uns, ne? Ja, aber da kommt nichts, da passiert nichts. Man wartet nur ab. So, und jeden sollte verstehen. Ich muss das auch immer wieder anbieten, damit man nicht sagt, wir wollten nicht, ne? Also alles ist vergessen, alles wunderbar, ne? Wenn man sich hier darum kümmert, weil man zieht uns hier immer mehr rein und man hält uns hier auf seit 10 Jahren, ne? Dadurch sind die erstmal frei da oben und unsere Immobilien und so können uns nicht zurückholen, wir haben hier gar nichts, ne? So, die gibt man uns da einfach zurück und es ist mir doch egal, was da im Grundbuch steht. Das ist jetzt eiskalt alles wunderbar gefälscht worden. Vielleicht sogar noch auf altem Papier und so, weil fälschen konnten sie ja, ne? Weil erinnere nochmal an die Bildtrottel, die da Hitlers Tagebücher dann abgedruckt haben, ne? Würde mich nicht wundern, wenn das von der Stasi war oder so, weil sie haben ja alles im Griff gehabt und sie haben viel groben Langeweile. Und wie trocknig sich hier alle anstellen. Ist es unglaublich, ne, Nati? Ja. Und was hier, welche meinen, die total uninteressant sind. Schon nach der ersten Generation wird man sich an sie nicht mehr erinnern. Und auch viele Politiker hier, was die meinen, was sie denn von sich geben müssen, was sie meinen, sie sind hier irgendwer. Es ist unglaublich. Berühmt werden bloß unsere beiden Schwachköpfe da oben sein, Gauch und Merkel. Ne? Weil das kann man ja richtig deutlich verfolgen, was da los ist und was da läuft. Und ich hoffe, die Industrie und alle anderen, die sind da wach geworden. Ja, aber was sollen sie machen, wenn hier schon alles beherrscht wird? Es ist unglaublich. Ne? Ich möchte nochmal erinnern hier an diesen ehemaligen Bundespräsidenten Herrn Wolf, den man da einfach so hängen lässt. Ne? Ich habe da mal einen kleinen Artikel gelesen in der Zeitung. Ich hoffe, dass das nicht gefälscht war. Ne? Dabei haben die alle so viel Dreck am Stecken und lassen ihn einfach in den Stich, ne? So als wenn er da nicht mehr zugehört, ne? Das ist widerlich, ne? So, und ich hatte das, glaube ich, schon eher mal gesagt, das haben wir zufällig mal mitgekriegt, dann stellen sie da einfach ein paar hin da vor diesem Präsidenten, vor dem Bundespräsidenten Schloss da, was da auch nur den Abend gestohlen haben da. Und
Musiker mit Ausgebung nachpräsentieren und beschimpfen ihn und so, ne, und werfen damit mit Schuhen und oder sowas, ne? Denn man hat genau gesehen, dass die da drogensüchtig waren und eine Handvoll war es, ne? Also es ist unglaublich, ne, Nate. Die stellt man, die Stasi dann da einfach für Drogen hin und dann läuft's, ne? Oder man schickt da dann, und oh ja, ja, die können hier schon, die trainieren in Frankfurt besonders immer, ne? Stasi und alles, ne? Die aktivieren da schon was, ne? Dann schaffen sie es wohl 100.000 oder haben den Reporter dann noch gestochen, ne? Die dann gegen Atomkraftwerke demonstrieren. Muss man sich mal überlegen, ne? Wären 20 Millionen auf der Straße wären in Deutschland. Das wäre dann Volkssprache, ne? Aber das ist natürlich nicht. So, und dann will man hier alle Atomkraftwerke abschalten. Also, es ist ein Ding so. Dadurch werden die Atomkraftwerke immer unsicherer, weil es lohnt sich dann natürlich nicht weiter zu investieren. So, und auch ich komme ja auch im Moment noch nicht an meine Firmen ran da, ne? Ich habe ja die ganzen Stromerzeugerfirmen und da alles da übernommen und die Energienetze da im Osten musste ich, ne? Weil wir haben da weitergemacht, ne? Und das ist meine Firma. So, und die haben natürlich totale Konkurrenz, weil mit Hilfe der Steuergelder haben die da gleich nach 1990, möchte ich mal der Welt sagen, einen auf erneuerbare Energie gemacht und so und sind da weit vorne. So, und jetzt müssen die in allen Bundesländern ihre Atomkraftwerke abschalten und haben natürlich totalen Druck dadurch, ne? Und totale Konkurrenz von allen. So, und die kriegen jetzt noch billig von Gazprom und von den Russen Gas. So, die Leitung, das wird da sofort alles gestoppt. Man hört da auf in Mecklenburg-Vorpommern. Keiner wollte das. Das Volk von Mecklenburg-Vorpommern wollte das nicht. Da gab es Demonstrationen, alles dagegen, ne, Nadine? Und das hört man da sofort auf. Das möchte ich dir auch schon mal sagen, ne? So, dadurch, naja, ich komme durcheinander, aber jeder sollte erkennen, was da gelaufen ist, ne, Nadine? Und was man denn hier auch macht mit Energiefirmen. So, aber darüber müssen wir nicht berichten.